Das kann alles nicht funktionieren. Die Leute kommen nach Hause, es wird gekocht und es wird gleichzeitig geladen. Und dann fragt man sich natürlich, Berlin taucht hier gar nicht auf. Ein bisschen frustrierend. Das ist ein exponentieller Anstieg, das sieht man ganz deutlich. Huch, ich habe mein Auto vergessen zu laden, muss ich nochmal schnell ranstecken. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Steve und Julian. Wenn ihr euch sachlich, kompetent und vor allem neutral zu den Themenbereichen Elektromobilität und erneuerbare Energien informieren wollt, dann seid herzlich willkommen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gerne abonniert diesen Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Walkthrough durch eine Studie. Diesmal geht es um diese Studie, die ich euch hier mal aufgerufen habe, nämlich den Ladeinfrastrukturreport 2021. Der ist herausgegeben worden vom TÜV Rheinland und betrachtet die Entwicklung der Ladeinfrastruktur im Zeitraum von 2018 bis 2020. Wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video für euch aufnehme, Anfang Oktober 2021. Das heißt, da sind schon wieder ein paar Monate ins Land gegangen und wie ihr alle wisst, aus der Presse erfahren habt oder es aus eigener Erfahrung kennt, hat sich natürlich gerade im Bereich der Ladeinfrastruktur auch in den letzten 10 Monaten gerade wieder sehr, sehr viel getan. Und von daher sind die Zahlen aktuell, aber nicht auf dem allerneuesten Stand. Das einfach mal vorneweg. Und wir gucken jetzt mal in diesen Bericht rein, denn das, was man da an Informationen bekommt, das finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Man muss sich beim TÜV Rheinland anmelden, um diese Studie zu bekommen. Das habe ich gemacht und diese Studie umfasst 3 Kapitel. Nämlich einmal, das seht ihr hier, die Analyse nach Lebensräumen. Da geht es also ein bisschen darum, wie ist die Ladeinfrastruktur in den letzten Jahren in den verschiedenen Bereichen unseres Landes entwickelt worden, gewachsen sozusagen. Dann das Nutzungsverhalten von 2018 bis heute. Heißt also, wie hat sich eigentlich das Nutzungsverhalten verändert? Gibt es überhaupt Veränderungen im Nutzungsverhalten bei der Ladeinfrastruktur? Und dann natürlich auch die Frage, was ist eigentlich mit der Qualität der Ladeinfrastruktur? Und hier lege ich mal ein bisschen den Fokus auf den Bereich Ausfall von Ladeinfrastruktur. Das ist ja auch ein Bereich und ein Thema, der für viele immer wieder zum Ärgernis wird, wenn man an eine Ladestation kommt, die einfach nicht funktioniert. Und dann sind wir auch gleich hier schon mitten im Einstieg, nämlich im Vorwort sozusagen. Und hier wird erstmal festgestellt, ja, es gibt erhebliche Anforderungen an die Reduzierung der CO2-Emissionen bei Fahrzeugen. Hier geht es mal ganz speziell jetzt um Privatfahrzeuge, also PKWs. Das Ziel 95 Gramm pro Kilometer gilt ja seit diesem Jahr für alle Fahrzeuge. Im Jahr 2020 gab es ja hier noch die Möglichkeit für Hersteller, jeweils die schlechtesten Fahrzeuge rauszurechnen. Das geht jetzt nicht mehr. Und wie ihr alle wisst, ist natürlich auch das Ziel, die CO2-Emissionen der PKWs weiter zu reduzieren, jetzt auch nochmal deutlich verschärft worden. Es ist also entsprechender Handlungsdruck vorhanden. Und dementsprechend ist auch Handlungsdruck vorhanden, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen, weil Elektrofahrzeuge einen wesentlichen Anteil daran haben werden müssen, die CO2-Grenzwerte entsprechend auch zu reduzieren. Der Bestand an Ladeinfrastruktur, an Ladestandorten hat sich in den Jahren 2018 bis 2020 vervierfacht. Und das ist sicherlich auch möglich gewesen durch die verschiedenen Förderprogramme der Bundesregierung, aber auch lokale oder regionale oder Förderprogramme auf Landesebene, die es gegeben hat und die entsprechend auch dann genutzt wurden. Der Fokus lag natürlich dabei bei der Förderung von Ladeinfrastruktur, die 24/7 nutzbar ist. Wir haben aber auch in den letzten Förderaufrufen jetzt die Möglichkeit drin gehabt, dass Ladeinfrastruktur gefördert werden kann, die zum Beispiel nur 12 Stunden am Tag nutzbar ist, also Montag bis Samstag, also zum Beispiel der klassische Discounter, der Ladeinfrastruktur einfach mal aufbaut. Schauen wir doch mal einfach auf diese Grafiken hier. Ich ziehe das mal ein bisschen hier ran. Und zwar hier seht ihr mal den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Jahr 2018. Rot sind die DC-Standorte und schwarz bzw. dunkelgrau, das sind die AC-Ladestandorte. Und wie man hier deutlich sehen kann, haben wir hier also eine Ballung im Westen und im Südwesten Deutschlands und im Süden. Und das zieht sich so ein bisschen Richtung Norden, wo die Ladeinfrastruktur schon ganz gut ausgeprägt ist. Man ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn man hier eine Struktur der alten und neuen Bundesländer wiedererkennt. Wir sehen aber auch eine Ballung an Ladeinfrastruktur im Bereich Berlin
Und natürlich auch Sachsen-Thüringen haben wir Ladeinfrastruktur deutlicher ausgeprägt, auch schon 2018. Aber wenn man dann mal um Berlin herum guckt, wenn man dann Richtung Norden geht, dann stellt man fest, oh, da haben wir eine Menge weiße Flecken. Und wer zu der Zeit schon elektrisch unterwegs war, der kennt das natürlich. Dann scrollen wir einfach mal auf 2019. Ich finde, hier sieht man schon eine deutliche Verdichtung an Ladeinfrastruktur, vor allem der AC-Ladeinfrastruktur. Aber auch hier bleibt sozusagen das Problem bestehen, dass der Bereich außerhalb Berlins, also die nord- und nordostdeutschen Bereiche in unserem Land hier ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann den Status quo 2020. Auch hier haben wir eine deutlich, deutlich weitere Verdichtung der Ladeinfrastruktur. Es gibt eigentlich im Bereich Süddeutschland, Westdeutschland, zum Teil aber auch die alten Bundesländer im Norden wirklich eine sehr, sehr hohe Dichte. Aber wir haben nach wie vor weiße Flecken im Bereich Brandenburg zum Beispiel, im Bereich Mecklenburg-Vorpommern. Man erkennt hier schon so ein bisschen Rügen. Ich gehe mal mit dem Mauszeiger hin hier. Rügen oder auch die Ostseeküste, wo wir verstärkte AC-Ladeinfrastruktur haben. Aber hier so mitten in Mecklenburg-Vorpommern, rund um Berlin herum, da haben wir echt ein Problem. Hier ist einfach viel zu wenig Ladeinfrastruktur entstanden. Ja, der Bestand hat sich von 23.000 Ladestandorten auf 50.000 Ladepunkte erhöht. Und es ist auch eine Menge an Schnellladestationen dazugekommen, nämlich 19% sind jetzt inzwischen Schnelllader. Aber wir sind eben, wie gesagt, noch bei einem sehr, sehr hohen Anteil an AC-Ladeinfrastruktur. Und AC-Ladeinfrastruktur ist natürlich nicht schlecht, aber AC-Ladeinfrastruktur brauchen wir eben nicht unbedingt am Straßenrand, sondern das brauchen wir eigentlich da, wo die Fahrzeuge lange Zeit stehen. Also das, was wir auch immer propagieren, predigen und dafür uns wirklich einsetzen, steht er, dann lädt er vor allem in den Wohngebieten, dass man dort Ladeinfrastruktur baut, aber eben bitte nicht im, ja, nicht so wie das Tankstellendenken, man fährt dahin, sondern eben wirklich einfache Lademöglichkeiten vor Ort. Hier mal ein Blick auf den Ausbau der Ladestandorte und die Ausbauzahlen sprechen schon eine deutliche Sprache, nämlich wir haben hier wirklich eine, wenn man so eine rote Linie durchzieht, eine kontinuierliche Steigerung der Ausbauzahlen beim Thema Ladeinfrastruktur. Wir haben sowohl was die Standorte als auch die Ladepunkte angeht. Wir haben ja häufig Ladestationen, wo dann ein Standort nicht gleichzeitig nur ein Ladepunkt ist, sondern ganz häufig zum Glück natürlich die klassischen Ladesäulen, wo man an einem Punkt dann auch an einem Standort dann auch mehrere Ladepunkte hat. Normalerweise sind das zwei. Bei einem Triple Charger sind das zum Teil drei gewesen. Und bei den aktuell gebauten Schnellladestationen, da haben wir häufig natürlich an einer Station meistens auch zwei Anschlüsse, teilweise auch noch drei Anschlüsse. Deswegen diese Diskrepanz zwischen Standorten und Ladepunkten insgesamt, die Info vielleicht für alle, die noch nicht so ganz tief in dem Thema drin sind, warum wir da einen Unterschied machen zwischen Ladeorten und Ladepunkten insgesamt. Ne? Gut, wir haben hier mal einen Blick auf die Unterscheidung zwischen städtischen, ländlichen Gebieten und dem, was dazwischen ist, nämlich den intermediären Standorten. Und da können wir deutlich sehen, dass viel Zubau ist im städtischen Bereich, viel Zubau ist sozusagen in den klassischen Speckgürtelbereichen. Und da, wo wir die klassischen ländlichen Gebiete haben, da ist der Zubau relativ gering, ziemlich gering, ist die geringste Zahl mit 17% leider nur. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Auf der einen Seite die demografische Verteilung, wo haben wir Bevölkerung, wo haben wir welche Bevölkerung. Und wie ist die Dichte an Elektrofahrzeugen in den ländlichen Bereichen im Vergleich zum Beispiel zur Stadt oder zum suburbanen Bereich? Ich wohne ja hier in Kleinmachnow im suburbanen Bereich und hier explodiert die Anzahl an in Elektrofahrzeugen geradezu. Und im ländlichen Bereich mag das hier oder da vielleicht noch ein bisschen anders sein, obwohl Elektrofahrzeuge natürlich sehr, sehr gut für ländliche Gebiete geeignet sind. Die Reichweiten sind da und im ländlichen Bereich wohnen halt auch viele Menschen in Einfamilienhäusern und können eigentlich völlig problemlos ihr Fahrzeug laden. Hier ist es natürlich der Blick auf die öffentliche Ladeinfrastruktur, was hier privaten Ladepunkten geschaffen wird, geht hier natürlich in diese Grafik nicht mit ein. Aber wie gesagt, beim Bereich öffentlicher Ladeinfrastruktur, das kann ja zum Beispiel auch Touristen treffen, Ausflügler treffen, gibt es hier also auch noch einen Nachholbedarf. Gut, gehen wir weiter. Das Ganze hier nochmal auf die Ladepunkte bezogen. Also da kommt genau das Gleiche raus, ob man Ladestandorte oder Ladepunkte nimmt. Der ländliche Bereich ist auch bei den Ladepunkten hier mit 17% unterrepräsentiert.
Und ich finde es jetzt sehr spannend, hier mit euch mal zu gucken, wo haben wir denn konkrete Regionen mit besonders gut ausgebauter Ladeinfrastruktur oder eben, wie gesagt, noch Nachholbedarf. Hier ist auch nochmal die Abbildung 8, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, der Status quo in 2020. Und wenn man sich dann mal hier anschaut, wo haben wir denn die Top-Regionen in Deutschland, dann stellen wir fest, da gibt es nur eine einzige Stadt in den neuen Bundesländern. Das ist, glaube ich, Dresden. Genau, das ist Dresden, die uns es unter die Top 10 geschafft hat. Alles andere spielt sich in den alten Bundesländern ab. An Platz 1, muss man gerade gucken, ist Stuttgart, gefolgt von Hamburg und dann München. Und dann fragt man sich natürlich, Berlin taucht hier gar nicht auf und andere Städte in den neuen Bundesländern tauchen hier auch nicht auf. Also die Diskrepanz zwischen dem, was in West- und Südwestdeutschland passiert, Hamburg ist da nochmal so eine Ausnahme, und das, was in den neuen Bundesländern passiert, wobei ich diese Unterteilung zwischen neue und alte Bundesländer eigentlich auch nicht mehr mag. Aber hier wird es leider deutlich, in den neuen Bundesländern gibt es wirklich immer noch einen erheblichen Nachholbedarf im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Es ist natürlich wirklich immer interessant zu gucken, wie wird denn Ladeinfrastruktur eigentlich genutzt, wann wird an welchen Ladestationen geladen. Und dahinter steckt natürlich auch so ein bisschen die Fragestellung, ist es denn wirklich so, dass die Menschen, die ein Elektrofahrzeug haben, alle dann abends um 18 oder 19 Uhr pünktlich zum Kochen und Abendessen ihr E-Auto zum Laden anstecken und dann der Blackout quasi vorprogrammiert ist? Und das wollen wir natürlich uns mal hier genauer angucken, denn dazu gibt es interessante Zahlen. Zunächst mal ein Blick auf die Anzahl an Ladevorgängen. Insgesamt AC, DC zusammengenommen im Zeitraum erstes Quartal 2018 bis viertes Quartal 2022. Da sehen wir so diesen Einbruch, den ich hier so ein bisschen symbolisiert habe. Das war Corona. Aber was wir hier eindeutig sehen, und das habe ich hier mit dieser gelben Linie, die ich mal hier so reingeschmiert habe, versucht zu verdeutlichen, das ist ein exponentieller Anstieg. Das sieht man ganz deutlich. 2018, da steigt das schon an. Ja, das geht so los im ersten Quartal mit AC-Sessions um die 200.000 und DC-Sessions noch fast unter ferner liefen. Und dann guckt euch einfach mal an, diesen brutalen Anstieg hier. Irgendwann Ende 2019, 2020 hat natürlich auch was mit der Förderung der Fahrzeuge zu tun, mit der Auslieferung der Fahrzeuge zu tun. Ihr könnt euch sicherlich sehr, sehr gut daran erinnern. Da haben wir damals auch in unseren allerersten Live-Sendungen sehr intensiv drüber diskutiert. Wie ist das eigentlich? Warum werden die Fahrzeuge nicht ausgeliefert? Das waren Geschichten mit der Einführung der 95 Gramm Grenze. Dann ist es aber explodiert. Die Schleusen sind quasi aufgemacht worden. Und ihr seht, schaut mal, wo wir jetzt bei der Anzahl der Ladevorgänge AC sind. Da nähern wir uns. Jetzt haben wir sicherlich auch schon die 2 Millionen Grenze pro Quartal überschritten. Und die DC-Ladevorgänge haben sich also auch wirklich fast versechsfacht, also mehr als versechsfacht. Und von daher kann man hier eindeutig sehen, der Zug ist schwer am Rollen. Die Anzahl der Ladevorgänge nimmt exponentiell zu. Und das wird auch in den nächsten Jahren und Quartalen so weitergehen, denn die Anzahl an Elektrofahrzeugen, wir hatten ja jetzt neulich erst die neuesten Verkaufszahlen, die nimmt brutal zu. Wir haben auch Abnahmen bei den Plug-in-Hybriden und eher Zunahmen bei den reinen Elektrofahrzeugen. Das gerade was das Thema DC-Laden angeht, wird also hier die Zahl auch noch weiter kräftig, kräftig nach oben gehen. Da steht, deswegen habe ich da ein Fragezeichen dran gemacht und muss auch ein bisschen schmunzeln über diesen Abschnitt, denn der hat mich wirklich ein bisschen gewundert. Hier steht, ähnlich wie beim Handy-Ladekabel haben Autoladekabel in der Regel verschiedene Steckertypen. Und wer das ein bisschen isoliert liest, der wird sich vielleicht denken, so, ha, was ist denn da? Hat jetzt irgendwie jeder Hersteller, jedes Auto sein eigenes Kabel? Das ist natürlich überhaupt gar nicht der Fall. Also nochmal kurz die Aufklärung: Für die klassische Ladung an der Wallbox oder an der Normalladestation im öffentlichen, halböffentlichen Bereich beim Arbeitgeber nutzt man halt diesen klassischen Typ-2-Stecker. Den gibt es dann mit der Erweiterung, das seht ihr hier unten mit den beiden Pins für die Schnellladung, das ist dann eben der Combo-CCS-Stecker, also ein Stecker, wo beides mit drin ist. Das ist eigentlich das, was wir heute an den Schnellladestationen, an den Autobahnen überwiegend vorfinden. Schnelles Laden mit diesem System. Und dann haben wir natürlich auch noch den japanischen CHAdeMO-Anschluss, der allerdings, es steht auch hier drin, sicherlich in den nächsten Quartalen auch komplett abgelöst wird. Mir ist jetzt gar nicht bekannt, aktuelle CHAdeMO-Fahrt, also Fahrzeuge mit CHAdeMO-Anschluss, der Leaf und der Outlander. Und ich glaube, das war es dann auch schon mehr oder weniger. Ich glaube, da gibt es noch irgendeinen Chinesen. Also
ihr wisst, dieser Streit über, sollte man CHAdeMO weiter an Ladestationen aufbauen, ausbauen oder nicht, kann man sicherlich sehr trefflich führen. Wer jetzt über ein neues Fahrzeug nachdenkt und nicht aus ganz bestimmten Gründen, zum Beispiel sich ein Leaf oder ein Outlander-Plug-in besorgen möchte, der wird an seinem Fahrzeug die klassische Kombination Typ 2 und CCS vorfinden. Und ja, damit hat man eigentlich dann auch wirklich überhaupt gar keine Probleme. Aber jetzt finde ich, wird es interessant, nämlich mal einen Blick auf diese Kurvendiagramme. Ich mache jetzt mal hier den Zoom ein bisschen anders. Und zwar, wann wird wann geladen? Und zwar erstmal Blick auf 11 kW Ladevorgänge. Die einzelnen Kurven hier repräsentieren in ihren Farben die einzelnen Wochentage. Interessant sind also die Wochenendtage, Samstag und Sonntag, die hier, ich hoffe, ihr könnt den Mauszeiger sehen, hier abgebildet sind. Die anderen Kurven, die anderen Farben entsprechen den Wochentagen, Montag bis Freitag. Und hier kann man eigentlich sehr schön sehen, dass über die Jahre hinweg, hier oben ist 2018, 2019, 2020, eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat. Abgesehen von der Anzahl der Ladevorgänge ist das Muster eigentlich das gleiche geblieben. Nämlich es gibt so einen Peak morgens zwischen 7 und 8 Uhr nach dem Motto so, huch, ich habe mein Auto vergessen zu laden, muss ich nochmal schnell ranstecken. Und dann bleibt es über den Tag gleich. Und dann interessanterweise geht die Kurve hier nach unten, nämlich so zwischen 18 und 19 Uhr. Und das ist ja immer das, was gesagt wurde. Das kann alles nicht funktionieren. Die Leute kommen nach Hause, es wird gekocht und es wird gleichzeitig geladen. Genau das passiert interessanterweise nicht. Nämlich genau zur klassischen Feierabendzeit nimmt die Anzahl der Ladevorgänge ab. Sogar in 2020, jetzt hier sogar ziemlich deutlich, deutlicher als in den Jahren vorher. Und das heißt also, da muss man sich gar nicht so eine Sorgen machen. Was ich aber spannend finde, ist hier dieser Bereich zwischen 2 und 5 Uhr. Hier finden tatsächlich die wenigsten Ladevorgänge statt. Ein Grund eigentlich hier Ladevorgänge in diese Zeit zu verschieben, denn dann ist auch entsprechend die Netzbelastung wesentlich geringer. Dann gibt es eine Ausarbeitung für Ladevorgänge mit 22 kW. Da zeigt sich eigentlich kein großer Unterschied. Wir haben also auch hier die klassische Werktagskurve, auch mit dem Abbruch hier abends. Interessant ist aber, dass hier an Samstagen wir bei den 22 kW Ladevorgängen hier so eine Abweichung haben, die nämlich hier sprunghaft nach oben geht zur Mittagszeit. Interessant. Kann aber sein, dass man hier am Wochenende sein Auto nochmal schnell lädt, bevor man zum Beispiel einen Ausflug machen möchte. Mit 22 kW an der Zoe zum Beispiel oder auch am Tesla an älteren Modellen oder am Smart mit Schnelllader kann man ja schon in recht kurzer Zeit eine ganze Menge an Reichweite dazu laden. Das wäre für mich mal so ein bisschen der Ausflugs das Ausflugsprofil. Ja, wir wollen am Samstag noch mal schnell los, haben vergessen zu laden, also klicken wir das noch mal schnell ran. So, dann gucken wir mal auf die Ladevorgänge DC 50 kW. Und hier sehen wir also eine eher ausgeglichene Kurve. Und was hier interessant ist, ist, dass die Kurven für die Wochentage im Laufe der Zeit hier zugenommen haben. Die Kurven für die Wochenendladungen hier zugenommen haben. Und das ist, glaube ich, ein Indikator dafür. Und es steht auch hier in der Auswertung drin, dass Elektrofahrzeuge jetzt immer mehr an Wochenenden auch für längere Ausflüge genutzt werden. Und man also dann auch am Wochenende Schnellladungen macht, um mit solchen Ausflügen reichweitentechnisch klarzukommen. Die letzte Auswertung, die Qualität der Ladeinfrastruktur, da habe ich mir nur einen Punkt rausgesucht, nämlich den Punkt, wie ist das eigentlich mit den Ausfällen an Ladestationen? Hat mit Sicherheit jeder von euch auch schon mal erlebt. Du kommst an eine Ladestation, die geht nicht. Ist natürlich mega ärgerlich und hier hat man festgestellt, dass die Ausfallraten in den Städten sich verringert haben, aber im ländlichen Bereich sich erhöht haben. Und das ist natürlich gar nicht gut, denn gerade was ich eben gesagt habe, wenn man dann doch am Wochenende mal rausfährt und will irgendwo dann, während man am See liegt, eine Wanderung macht, was auch immer, das Auto vollladen, wäre schon ganz cool, wenn die Ladestation dann vor Ort auch funktionieren würde. Hier ist also Nachholbedarf und für die flächendeckende Akzeptanz von Elektromobilität ist es natürlich wichtig, dass dieser Trend sich auf gar keinen Fall fortsetzt, sondern an ländlichen Ladestationen im ländlichen Bereich natürlich die gleiche Qualität und Zuverlässigkeit herrscht wie in den städtischen Bereichen. Ich hoffe, ich konnte euch hier in der Kürze der Zeit einen Einblick geben. Wir haben ein paar Informationen bekommen, die das Ladeverhalten noch mal ein bisschen exakter abbilden. Für mich ist interessant, dass die DC-Ladevorgänge so extrem explodieren. Für mich ist interessant, aber das wusste ich leider schon, weil ich ja quasi in der Region wohne. Oder interessant ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck dafür. Ist eigentlich eher
ein bisschen frustrierend, dass nach wie vor die neuen Bundesländer im Bereich der Ladeinfrastruktur immer noch so ein bisschen hinterherhinken. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte und die ganz schnell in den nächsten Jahren aufgeholt werden müssen. Gut, das soll es an meiner Stelle, an dieser Stelle von mir für euch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, gerne abonniert unseren Kanal. Freuen wir uns wirklich sehr drüber. Das Übliche mit den Daumen, ihr wisst Bescheid, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wir freuen uns natürlich immer über das, aber wir sind auch daran natürlich immer interessiert. Schreibt dann bitte dazu, was euch an dem Video nicht gefallen hat oder was ihr vielleicht vermisst, was euch an Fragen noch aufgekommen sind. Schreibt das alles jetzt unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und die nächsten Themen kommen in den nächsten Videos. Von daher sage ich an der Stelle Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.